Herzlich willkommen zur nächsten Sword Art Online-Episode hier auf Weeplay Games for You. Ich bin so Ivo und wir sind immer noch bei dieser Abfrage, ob wir die Geschichte, die in Einkart bisher passiert ist, erzählt bekommen wollen oder nochmal erleben wollen. Ich würde sagen, ja, wir wollen uns das nochmal antun. Es kann ja nicht schaden, würde ich sagen. Mal schauen, was passiert. Wariga, hitotsudake tanomi ga aru. Nani kana? 簡単に負けるつもりはないが、もし俺が死んだら、しばらくでいい。アスナが自殺できないように計らってほしい。お、よかろう。聞いとくんダメだよ。そんなの、そんなのないよ。 Das ist nochmal genau das, was im Anime passiert ist. Ich werde das jetzt nicht übersetzen, weil es das Video ein bisschen kaputt macht. Also wer es nicht kennt, sollte sich den Anime angucken. これはデュエルじゃない。単純な殺し合いだ。そうだ。俺はこの男を殺す。 Sieht super nice aus, muss ich sagen. Okay, also nochmal kurze Zusammenfassung. Es war ja der Spieleentwickler. Ich hoffe, ich erinnere mich auch richtig. Es war der Entwickler von Sword Art Online. Und der hat sich ja die ganze Zeit so ein bisschen da mit reingeschlichen unter die Spieler. Und Kirito hat ihn jetzt während dem Bosskampf da besiegt. Und ja, das war im Prinzip jetzt nochmal das Ende quasi von dem ersten. Ich sag mal, von der ersten Hälfte der ersten Staffel. Was hast du dir nur dabei gedacht? Ich dachte, ich würde dich verlieren, Kirito. Es tut mir leid, Asuna, aber ich bin ja hier und am Leben. Ich bin so glücklich, dass du am Leben bist. So glücklich, so befreit, dass du immer noch hier bist. Kayaba Heathcliff. Was ist mit Kayaba Heathcliff passiert? Ich weiß es nicht, aber ich sehe den Commander nirgendwo. So. Habe ich ihn besiegt?
Du hast es geschafft, Kirito. Kurai. Nani bosatto shiten da? Taoshitan da yo, Lasboso. Omei wa kattan da yo. Komm schon, verstehst du es denn nicht? Du hast den letzten Boss besiegt, du hast gewonnen. Haben wir wirklich? Also haben wir das Spiel abgeschlossen, besiegt? Ist das so? Ich habe es gesehen, das ist besiegt. Wir haben gewonnen, richtig? Ja, wir werden frei sein. Sieg, wir haben gewonnen, das ist das Ende. Ich verstehe, ich habe ihn besiegt. Ich bin so froh, dass du am Leben bist, Kirito. Asuna. Oftari-san? Ihr zwei, könnt ihr bitte aufhören, euch gegenseitig in die Augen zu starren? Zumindest so lange, bis der Abspann des Spiels vorbei ist. Dann müsst ihr es nicht so offensichtlich zeigen, ihr zwei. Ich bin eifersüchtig. Macht euch nicht über uns lustig, ihr alle. Isa, mitero yo. Ore datte riaru ni modottara kanojo o tsukutte shiawase natte yaru kara na. Alles klar, warte nur, ich krieg auch eine Freundin, wenn wir zurück in der echten Welt sind, und werde dir zeigen, wie glücklich ich bin. Tokoro de Kirito. Übrigens, Kirito. Ore tachi itsu modoru nda? Genjitsu ni yo. Wann gehen wir denn zurück? In die echte Welt. Wann du meinst? Heathcliff ist besiegt. War das nicht das Ende? Heathcliff Akihiko Kayaba hat erklärt, dass wenn wir ihn besiegen und das Spiel schaffen, dass alle Spieler frei sein würden. Das habe ich auch gehört. Aber nichts ist passiert. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Dann warum endet das Spiel denn nicht? Eventuell ist da gar kein Weg raus. Ja, Heathcliff. Kayaba hat so eine Wüste nicht gemacht. Nein, Heathcliff. Ich meine, Kayaba würde nicht einfach so lügen. Aber warum ist das Spiel dann nicht zu Ende? Sind da noch andere Bedingungen, die wir erfüllen müssen? Kirito, was sollten wir jetzt tun? Ich weiß es auch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Spiel immer noch weitergeht. Auf keinen Fall. Müssen wir mit dem Kämpfen weitermachen? Was? Du musst Witze machen? Kirito, ein Teleport-Tor hat sich gerade geöffnet. Wo ist dabei, sich zu öffnen? Ein Weg zu Floor 76, also zum Gebiet 76. Willst du weiter voranschreiten? Kirito. Kirito. Wir müssen, solange das Game
weiterläuft, weiter nach vorne schreiten. Lasst uns zur Flur 76 gehen. Ich bin jedes Mal wegen 76 dabei, mit der 7 anzufangen. Total bekloppt. Da speichert er auch gerade. Wir sind noch nicht so weit drin. Mal gucken, was noch passiert. Diese Welt ist nicht die echte Welt. Sword Art Online. Sword Art Online SAO. VRMMORPG と呼ばれるそのゲームはナーブギアのソフトとして2022年に発売された。Dieses Spiel ist ein Virtual Reality Multiplayer MMORPG. Dieses Genre wurde 2022 für das Nerf Gear rausgebracht. ナーブギアは脳に直接信号を送ることでプレイヤーの五感すべてにアクセスすることができる新世代のゲームハード。Das Nerf Gear stimuliert alle fünf Sinne der Spieler, indem es Signale direkt zum Gehirn sendet. それは完全なる仮想空間の実現。Mit anderen Worten, es funktioniert wie eine vollkommen und echte reelle virtuelle Welt. 自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。Diese Hardware hat es ermöglicht, Spielern weltweit in einem Spiel zu leben. ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は初回ロットがわずか1万本ということもあり、即時完売。Die erste App für das Nerf Gear Sword Art Online hatte eine limitierte Auflage von 10.000 Kopien und es wurde direkt am ersten Tag ausverkauft. Die Aufregung über das Spiel, also die Vorfreude auf das Spiel von den Spielern konnten sie kaum in Grenzen halten nach dem Ende der Beta und dem offiziellen Start des Spiels. Aber dann kam die Offenbarung, dass alles änderte. Als Spieler dem Spiel jointen, haben sie festgestellt, dass es nicht möglich war, sich auszuloggen, da der Knopf vom Menü verschwunden war. およそ1万人のプレイヤーたちの前に突如巨大な赤いローブのアバターが現れた。Als die Spieler angefangen haben, in Panik auszubrechen, ist ein gigantischer Avatar in einer roten Robe aufgetaucht vor allen 10.000 Spielern. そのアバターは自身をカヤバ・アキヒコと名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言った。Der Avatar hat sich als Akihiko Kayaba vorgestellt, der einzige, der dieses Spiel und die Welt kontrollieren konnte. Avatar が名乗ったカヤバ・アキヒコという男こそ、この SAO の開発ディレクターであり、さらにはナーブギアの基礎設計者でもある。Er war der Entwickler und der Direktor von Sword Art Online und dem und er ist der originale Designer von dem Nerf Gear Hardware. カヤバはプレイヤーたちに話を続けた。Während die Spieler sich noch verwundert und nervös anstarrten, hat Kayaba weitererzählt. Logout の Button が消えていることは不具合ではなく、このゲーム本来の仕様であるということ。Er hat allen gesagt, dass das Verschwinden des Logout-Button kein Bug war, sondern so gewollt als Feature. さらに、ゲーム外部の人間がゲームを停止させたり、解除させることもありえない。という説明がなされた。Außerdem hat gesagt, dass es unmöglich, also dass es unmöglich gemacht hat, dass andere außerhalb des Spiels das Spiel stoppen könnten. つまり、すべてのプレイヤーはこの SAO という仮想空間から出ることができないということになる。In anderen Worten, alle Spieler waren jetzt in der virtuellen Welt von Sword Art Online gefangen.
そしてカヤバからこのゲームの最も重要なルールが告げられる。Und dann kam Kayaba zu der wichtigsten Regel des ganzen Spiels. 外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになったとき。Sollten Menschen von draußen es mit Gewalt versuchen, das Game zu beenden, oder sollte ein Spielers HP auf null fallen? ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼き、プレイヤーの生命活動を停止させる。Wurde das Nerf Gear so designed, dass eine High Energy Microwave, also ein Elektroschock, direkt ins Gehirn des Spielers gesendet wird und ihn so in echt tötet? Der einzige Weg, das Spiel sicher zu verlassen, war es zu besiegen. Manche Spieler sind dem Horror verfallen, manche haben zu den Himmeln geweint und andere sind zu Boden gefallen. Sword Art Online ist unerwarteterweise in ein Spiel des Todes verwandelt worden, wo er es bekommen. Besiegen des Todesspiels. Jetzt, wo klar war, dass das Spiel unsere Leben auf dem Spiel standen, haben erfahrene Spieler ein Team gebildet. Game 開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーはその数を約6000人まで減らし。Die 10.000 starke Spielerpopulation ist innerhalb des ersten Tags auf 6.000 geschrumpft. SAO の舞台であるアインクラッド。その全部で100層あるフロアのうち第75層までを攻略していた。Die Spieler haben es geschafft, den 75. Flur von 100 zu erreichen, von der Welt, von der SAO-Welt Ankard. しかし、第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう。Um den 75. Flur zu besiegen, waren viele Opfer nötig. Als die Überlebenden angefangen haben, ihren gefallenen Kameraden nachzuweinen, sind die vielen Körper einfach verschwunden. Alle auf einmal. Heathcliff.最強クラスのプレイヤーギルド、血明騎士団のギルドマスターである。Der Guildmeister von den Knights of the Blood Oath, die stärkste Gilde im ganzen Spiel, Heathcliff. プレイヤー離れした強さを持つその男こそ、SAO という世界を作り、デスゲームを始めた張本人。Der Mann, カヤバ・アキヒコだった。Der stärker als alle anderen Spieler im Spiel waren, hat sich selbst als Akihiko Kayaba vorgestellt, der Spielentwickler. Kayaba hat versprochen, dass alle Spieler frei sein könnten, wenn jemand ihn im Kampf besiegt. Er hat gekämpft und hat verloren. Game Master であり、創造主たるヒースクリフ、カヤバ・アキヒコを打ち破ったのだから。Als Heathcliff Akihiko Kayaba, der Entwickler des Spiels und Game Master, besiegt wurde, sollte das Game eigentlich enden. このゲームも終焉を迎えると思われたのだが、今だ、目の前に広がる仮想空間の世界。Und jetzt, die virtuelle Welt liegt vor ihnen, genau wie immer. Stur bleiben beim, wie übersetzt man das am besten? Stur wie immer am weiter bestehen. Logout されない現状に不安を抱えたまま、
次なる層第76層へ進んでいく。Immer noch unmöglich auszuloggen. Die Spieler sind weiter Richtung Flur 76 mit einem ganz schlechten Gefühl in ihren Herzen. 7. November 2024. Exakt zwei Jahre nachdem sie in dieser virtuellen Welt gefangen wurden. Ist das Hauptteam auf Flur 76 angekommen und haben etwas Seltsames festgestellt? Das ist also Flur 76. Ich habe irgendwie gehofft, dass beim Besteigen der Treppen zum Flur 76 es uns ausloggen würde. Warte, was zur Hölle? Was ist das? Irgendwas stimmt mit dem Namen von meinen Gegenständen. Sie sind alle verflucht oder beschädigt oder sowas. Was stimmt nicht? Du hast recht, meine Itemnamen sind auch alle verflucht. Kirito, es sind nicht nur die Itemnamen, die buggt sind. Nein, meine Fähigkeitsdatenbank, für die ich so lange gearbeitet habe, und jetzt ist es. Ja, einige meiner Fähigkeiten sind auch weg. Einige Fähigkeiten sind nicht vorhanden, aber unsere Level sind immer noch intakt. Hey, wir haben hier drüben noch mehr schlechte Nachrichten. Das stimmt irgendetwas mit den Teleportkristallen nicht. Agil, erzähle mir, was dort los ist. Es sieht so aus, als ob wir nicht nach unten teleportieren könnten. Was machen wir denn jetzt? Alle, hört mir zu. Wir können nicht einfach hier rumstehen. Das System ist unstabil und wir sind von den unteren Fluren abgeschnitten. Ich denke, wir sollten weiter voranschreiben, bevor unsere Probleme noch schlimmer werden. Ja, du hast recht. Unser Ziel sollte es sein, SAO zu clearen und zurück in die echte Welt zu kommen. Lasst es uns alle tun. Wir besiegen dieses Spiel. Richtig, wir können es schaffen. Wir können es immer noch schaffen. Wir sind all den ganzen Weg vom ersten Flur hergekommen. Wir schaffen das. Das Ziel unseres Teams war es und wird es sein, das Spiel zu clearen. Wir gehen zum 100. Flur. Und so mit erneuerter Hoffnung und Zielstrebigkeit ist das Team unterwegs Richtung Flur 100. 76層で起きたのは悪いことばかりじゃない。思いがけない再会と新たな出会いが待っていた。 Nicht nur schlechte Dinge passierten auf Flur 76, da waren wichtige Wiedervereinigungen und einige neue Begegnungen. なんだ?文字化けしたアイテムが光ってる?
Was die Gegenstände mit korrupten, also mit verfluchten Namen scheinen oder glitzern. Lass uns versuchen, sie in Objekte zu verwandeln. Ah, ich bin endlich rausgekommen. Yui, bist das wirklich du? Papa, Mama, es ist eine lange Zeit her. Das ist großartig, ihr beide seid okay. Liz, wieso bist du denn hier? Was machst du denn hier? Das ist ja eine tolle Begrüßung. Liz, hör mir ruhig zu. Ehrlich gesagt, kannst du nicht länger zu Fluren unter 75 zurückkehren? Hä? Teleport nach Lindas? Hey, erschreckt mich doch nicht so, es funktioniert doch. Da ist. Das ist was passiert, wir können nicht zurück zu den niedrigeren Fluren. Mein Lisbeth Waffenshop ist. Ich weiß, es ist hart, dass du nicht zurückkehren kannst, aber es müssen auch gute Dinge hier auf dem 76. Flur sein. Wie gut ist es? Zum Beispiel, da wir jetzt höher in den Fluren sind, müssen hier noch seltenere oder mehr seltene Gegenstände sein als in den niedrigeren Fluren. Und da sind eventuell sogar Quests für Waffenschmiede und Rüstungsschmiede. Das ist richtig, dass das hier die Frontlinie ist. Dass die Items, die droppen und aufgesammelt werden können, sind unterschiedlich von denen der niedrigeren Ränge. Danke, Asuna, Kirito. Ich werde den richtigen Platz für Lisbeths zweiten Waffenshop finden. Bist du das, Pina? Was machst du denn hier? Pina, warum bist du alleine vorausgegangen? Oh, du bist das, Kirito. Silica. Lange nicht gesehen, Kirito. Warum? Ich habe gehört, dass etwas an der Frontlinie passiert ist. Da du an der Frontlinie kämpfst, war ich sehr besorgt. Aber du siehst gut aus, also bin ich beruhigt. Ich werde dir auch helfen, Kirito. Ich werde dir vielleicht Ärger bereiten, aber ich tue mein Bestes. Da drüben. Das ist unsere Schwester, Mifa. Bist du das, Bruder? Wir sind endlich wieder in der Lage, uns zu sehen, Bruder. Ja,
Das ist richtig, ich bin's, Suguha Kirigaya. So, du, also glaubst du mir jetzt? Aber gerade jetzt bin ich Lifa, das ist der Name meines Charakters. Da hast du es, ab heute bin ich ein neuer Charakter in diesem Spiel, es freut mich dich zu treffen. Freut mich auch, dich zu erkennen zu lernen, Lifa, also lass uns zurück zur Stadt gehen. Kirito da drüben. Oh, das ist Sinon. Aus Gun Gale Online. Ich schaffe es in der Zeit, hat er gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Du sagst, dass ich vom Himmel gefallen bin, aber glaubst du, dass ich dir glauben werde? Meine rechte Hand? So wie jetzt? Was stimmt nicht? Sinon, ich denke, das ist mein Name. Und so habe ich mehr und mehr vertrauenswürdige Kameraden bekommen, aber gerade als wir Flur 76 starten wollten, bin ich in der Hollow Area verloren gegangen. Dann machen wir jetzt hier an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.